Herzlich willkommen, liebe Schachfreunde und Schachfreundinnen, zur Zusammenfassung der 9. Runde vom WM-Match Carlsen gegen Nepomniachtchi. Und die Fotos sind kein Fehler. Natürlich ist das nicht der Magnus Carlsen, der da am Foto ist. Wir sehen einerseits einmal auf der linken Seite den Jan Nepomniachtchi und daneben einen anderen Weltklasse-Großmeister, den Sergei Karjakin. Der hat selbst 2016 ein WM-Match gegen Magnus Carlsen gespielt, hat eine Partie gegen ihn gewonnen, hat das Match 12-12, also aus 12 Partien 6-6 gestartet und dann erst im Tiebreak verloren. Also er weiß, wie man Partien gegen Magnus Carlsen gewinnt, und er ist Teil vom Sekundantenteam von Jan Nepomniachtchi und ist jetzt extra aus Moskau gekommen, um ihn vor dieser 9. Runde einerseits schachlich, andererseits auch moralisch zu unterstützen. Das Team von Nepomniachtchi hat versucht, möglichst viel zu ändern. Schachlich haben sie versucht, einiges umzustellen, um diesen 5-3 Rückstand irgendwie aufzuholen, um die Aufholjagd zu starten. Oft helfen dann auch äußerliche Veränderungen ein bisschen. Der Jan Nepomniachtchi hat einen anderen Look, war beim Friseur, hat Haare schneiden lassen und ist mit dem irgendwie ganz frisch, wollte einfach einen Neustart machen. Auf dem Bild sehen wir, wie der erste Zug ausgeführt wird. Im WM-Match ist es üblich, dass irgendjemand ein Ehrengast eingeladen ist, um den ersten Zug für den Spieler auszuführen. Was aber in dem WM-Match eine Neuheit ist, ist, dass der Spieler dem Ehrengast nicht verratet, was der erste Zug ist, sondern dass der kann selbst raten. Dann wird er zurückgestellt und vielleicht macht er einen gleichen oder vielleicht macht er einen anderen. Auf dem Bild sehen wir den jungen indischen Großmeister Pragnanda, der da C4 geraten hat. Und ja, also Pragnanda, der ist Großmeister, 16 Jahre, eines der größten Talente. Vielleicht wird er in Zukunft irgendwann selber WM-Match spielen, eventuell sogar irgendwann noch gegen Magnus Carlsen. Aber er hat C4 geraten und C4 war dann der Zug, der wirklich aufs Brett kommen ist. Und C4 ist natürlich ein bisschen eine Überraschung. Der Jan Nepomniachtchi weicht von all seinen Weißpartien, in denen er ausnahmslos E4 gespielt hat, komplett ab. Keine spanische Partie, kein Marshall Gambit, sondern ganz was anderes. Und der Magnus Carlsen hat für die Eröffnungszüge einiges an Zeit verbraucht. Der Grund liegt einerseits darin, dass er natürlich jetzt im ganzen WM-Match C4 nicht mehr wirklich wiederholt hat, weil er hauptsächlich mit E4 gerechnet hat. Und andererseits auch darin, dass die Variante, die er vorbereitet hat, ungewöhnlich ist und zu sehr kompliziertem Spiel führt. Und die Frage ist, ob das noch zu seiner 5-3 Matchführung passt, diese Strategie. Und nach einigen Überlegen, nachdem er sich sicher war, dass er sich an die wichtigsten Züge noch erinnert, hat er sich entschieden, bei seiner Vorbereitung zu bleiben. Und er ist seiner Matchstrategie absolut treu geblieben, hat wieder früh versucht zu überraschen, und zwar mit Springer C6, ist schon ein seltener Aufbau, aber besonders der Zug Läufer C5 ist ungewöhnlich. Läufer C5 ist der Zug, den ein Schachtrainer seinem Schüler erklärt, dass der einfach schlecht ist. Weil es kommt D3, der Springer kommt dann über D2 nach B3, Weiß kann A3, B4 spielen, wird später Tempo gewinnen. Und nach allgemeinen Überlegungen ist Läufer C5 der falsche Zug in der Stellung, aber Magnus Carlsen ist nicht umsonst so ein starker Spieler. Er kennt natürlich all die Regeln und ist in der Lage, die Ausnahmen dazu zu finden, und Läufer C5 ist in dem Fall eine Ausnahme und hat eine sehr konkrete Idee, wie der Zug spielbar gemacht wird. Schauen wir uns an, wie die Partie weitergeht. Beide Seiten schließen die Entwicklung ab. Es kommt Springer B3 mit Tempo, Weiß gewinnt dieses Tempo, der Läufer muss wieder zurück. Und E3 greift das Zentrum an. Weiß hat die Entwicklung abgeschlossen und Schwarz ist noch etwas unterentwickelt. Springer G4 war dieser Schlüsselzug, den der Magnus Carlsen erwähnt hat. Den Zug, an den er sich noch erinnern wollte, bevor er wirklich sich auf die Variante einlässt. Und nachdem er sicher war, dass das mit Springer G4 stimmt, hat er das Ganze gespielt. Aber einige Züge später war er definitiv out of book, also aus seiner Vorbereitung heraus. Wahrscheinlich steht in seinem Pfeil noch einiges mehr, aber er hat schon am Brett überlegen müssen, wie er jetzt an seine Entwicklung abschließt oder wie er Druck auf das weiße Zentrum aufbaut.
der beste Zug, der mit Sicherheit in seiner Vorbereitung gestanden ist, aber an den er sich nicht mehr erinnert hat, ist E5. Nach E5 hängt der Bauer auf D4 und der Bauer ist besonders wichtig, weil der den wichtigen Springer auf C5 deckt. Die kritische Variante wird Turm E1, fesselt den E-Bauern, Schwarz macht genau das gleiche, spielt Turm D8, fesselt den D-Bauern und in dieser sehr komplizierten Stellung zeigt der Computer leichten Vorteil für Weiß an, aber wahrscheinlich war das Team von Magnus Carlsen sehr, sehr gründlich und hat einen Weg gefunden, wie Schwarz da ausgleichen kann. Aber all das ist in der Partie nicht gekommen. Er hat sich nicht erinnert und hat A3 gemacht. Und nach A3 ist es wirklich schade, dass der Janne Bomniacci jetzt nicht den nächsten Zug da gespielt hat, weil auf dem Zug steht eine Bomniacci drauf. Der Zug ist angriffslustig, der Weiß spielt mit der Initiative und das ist eigentlich der Zug, der einfach zum Stil von Janne Bomniacci passt. Und der bei der momentanen Match-Situation eigentlich auch erzwungen ist. Wahrscheinlich ist ihm irgendwo in irgendeiner Variante ein Detail entgangen oder er hat irgendwas nicht gefunden am Brett, dass er sich dagegen entschieden hat, aber nach B4 hat Weiß objektiv großen Vorteil und stellt Schwarz praktisch vor enorme Probleme. Schwarz muss das Bauernopfer annehmen, sonst wäre der Springer auf C5 ideal geschützt, der Bauer auf A3 kann schwach werden, B5 wird irgendwann eine Idee. Also das sind zu viele Probleme, die Schwarz hätte, er muss auf B4 schlagen. Jetzt kommt Turm B1. Den nächsten Bauern auf A2 kann sich Schwarz nicht mehr erlauben zu nehmen, weil der Springer wäre eingesperrt, würde verloren gehen. Aber Schwarz kann natürlich den Springer nach C6 zurückspielen. Jetzt nimmt Weiß auf B7 einen sehr, sehr wichtigen Bauern raus. Damit wird diese ganze Diagonale geschwächt. Und der kritische Zug, den man da berechnen muss, ist natürlich Turm B8. Aber nach Turm B8 hat Weiß wirklich eine fantastische Kombination, mit der er großen Vorteil kriegt, nämlich den Zug Springer A5. Der Springer kann auf A5 entnommen werden, es würde der Turm hängen. Und wenn Schwarz auf B1 den Turm zwischenschlagen mag, nimmt Weiß auf C6, Schwarz nimmt die Dame und jetzt hängt aber auch die schwarze Dame und die hängt mit Schach. König muss weg und nach Turm D1 hätte Weiß einfach eine Mehrfigur. Dadurch funktioniert Springer C6 nicht richtig, der beste Zug wäre B6, aber auch nach B6 müsste Schwarz noch einige genaue Züge finden, in der Variante mit Turm mal B4, BC5, Turm B5 hat Schwarz wirklich einen sehr, sehr schmalen Weg zu einer leicht schlechteren Stellung, alles andere ist wirklich schon fatal, also das hätte Magnus Carlsen objektiv vor Probleme gestellt und praktisch vor richtig große Probleme. Der Zug B mal A3, der ist auch wieder so der zweitbeste Zug, aber nachdem ist objektiv die Stellung ungefähr im ausgeglichenen Bereich. Was in den nächsten Zügen aber auffällig war, war, dass der Janne Bomniacci, der sehr oft vom Brett aufsteht und zurück in seinen Ruheraum geht, wo er natürlich auch einen Monitor hat, wo er die Partie sieht, wo er sieht, dass er dran ist. Aber er ist nicht am Brett gesessen und hat am Brett gerechnet. Und es macht einen Unterschied, ob man die Stellung nur am Bildschirm sieht oder am Brett. Vielleicht ist der Druck zu groß, dass er dann, wenn er am Brett sitzt, dass er deswegen lieber in dem Ruheraum sich aufhält, aber er ist praktisch jeden Zug dorthin gegangen und hat die nächste Sequenz an Zügen wirklich schnell gespielt. Also hat er für jeden Zug 1-2 Minuten überlegt und da muss man die Zeit auch noch mit einberechnen, die er vom Ruheraum wieder zurück ans Brett braucht. Mit Springer zurück und hat jetzt dann auch wieder, es gibt viele Pläne, wie Weiß auf Weiß Chancen kreieren könnte. Und er hat sich da sehr schnell für Turm E1 entschieden, er hätte Dame E2 machen können. Also da zeigt das, dass andererseits macht er natürlich Druck auf Magnus Carlsen, der dann schon viel Zeitverbrauch gehabt hat, aber andererseits zeigt das, dass er dem Druck vielleicht nicht standhalten hat können, dass das zu schwierig war für ihn oder dass da sich einfach zu großer Druck aufgebaut hat und dass er deshalb seine Züge recht schnell gemacht hat. Aber die Züge waren jetzt nicht so schlecht, also die waren eigentlich eine der besten und er hat zumindest aus praktischer Sicht immer einen Druck gehabt, immer Druck gemacht. Also er hat H4 gespielt, das ist ein sehr typischer Zug und
Läufer D7, eine schöne Entwicklungsidee, der Läufer möchte zurück nach E8, Schwarz schließt seine Entwicklung ab. Weiß nutzt es aus, dass jetzt der D4-Bauer an Zug lang mit hängt und spielt Springer E5. Läufer geht zurück nach E8, jetzt wird der D4 gedeckt. Es ist Dame B4 kommen und Turm B1. Ein schöner Zug, diese Gegenüberstellung von Turm und Dame. Springer mal E5, D schlägt E5. Und das war auch interessant, die zwei Spieler zu hören nach der Partie, weil der Janne Bomniacci hat gesagt, er ist davon ausgegangen, dass er fast auf Gewinn steht, also irgendwo zwischen Ausgleich und klaren Vorteil, während der Magnus Carlsen gedacht hat, dass Schwarz schon leicht besser steht. Er hat aber zugegeben, er hat den nächsten weißen Zug, nämlich Dame E1, übersehen. Und Dame E1 ist richtig stark, weil nach Dame E1 ist Schwarz gezwungen, die Damen zu tauschen. Dame C4 wird nicht funktionieren, weil der Springer auf G4 einfach Probleme kriegt. Weiß wird F3 machen und der Springer auf G4 geht verloren. Nach dem Damentausch auf E1 hängt aber der Bauer auf B7 und gleichzeitig droht es wieder F3, den Springer auf G4 zu fangen. Schwarz muss H5 spielen, damit der Springer Rückzugsfeld hat. Jetzt kommt Läufer B7 und Magnus Carlsen hat sehr genau gerechnet, er hat den Zug Turm A4 nämlich berechnet. Und jetzt hängt der Bauer auf C4. Und es gibt keine gute Möglichkeit, den Bauern zu decken. Der Springer kann ihn nicht decken. Der Turm von A1 kann aber nicht nach C1, weil dann hängt immer der A2-Bauer. Der Turm von E1 kann nicht weg, weil dann hängt der E5-Bauer. Und der beste Weg für Weiß wäre gewesen, F3 zu spielen und nach Springer H6 Läufer E4. Den C4-Bauern zu opfern. Weiß stünde etwas besser, weil er den entfernten Freibauern hat. Das ist immer ein Vorteil, je weiter der Bauer weg ist, desto länger wird es dauern, den abzuholen. Also der entfernte Freibauer ist ein Vorteil und Weiß hätte einen kleinen Vorteil, aber objektiv ist die Partie sehr ausgeglichen und eben so wie der Magnus Carlsen bisher in dem Match gespielt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass er die Partie verloren hätte. Und der Zug, der eigentlich am logischsten ausschaut, was man mit dem C-Bauern machen kann, das ist der Zug C5. Nur der Zug C5 ist ein unglaublicher Fehler. Also, ich weiß nicht, wie dem Janne Bomniacci, ein Spieler, der so stark ist, sowas passieren kann. Also es muss an die Nerven liegen, es muss am Druck liegen, weil das Problem ist, dass nach C5 macht Schwarz C6 und der Läufer auf B7 ist weg. Er verliert einfach den ganzen Läufer. Wir haben in der 8. Partie schon einen groben Einsteller, einen groben Fehler vom Janne Bomniacci gesehen, der eigentlich nicht seiner Klasse, bei weitem nicht seiner Klasse und seinem Verständnis da entspricht. Und der Fehler passiert ihm, sage ich, einmal in 10 Jahren so ungefähr. Und jetzt hat er noch einen größeren Fehler nachgeschossen, nämlich jetzt ist der Läufer weg. Und es gibt keinen Weg für Weiß, diesen Läufer auf B7 zu retten. Und wie bei vielen anderen Situationen davor, Janne Bomniacci ist in seinem Ruheraum, wo er Getränke hat und eben den Bildschirm, wo er die Partie verfolgt, sieht, dass er dran ist und ist jetzt 18 Minuten lang nicht zurückgekommen. Ist einfach in dem Ruheraum drin geblieben. Im Nachhinein hat er gesagt, er hat noch überlegt, wie kann er noch die Partie weiterspielen, wie kann er noch Chancen kreieren, aber ja, ich vermute das einfach, dass er wirklich diese 18 Minuten gebraucht hat, um mit dieser Situation, um den Einsteller da ein bisschen zu verarbeiten und den Ärger, den er da auf sich selbst hat und die Enttäuschung, dass das WM-Match so ganz und gar nicht nach seinen Vorstellungen verläuft, da irgendwie wieder unter Kontrolle zu kriegen. Und nach diesen 18 Minuten ist er zurückgekommen, hat noch weiter gekämpft, hat noch eine interessante Idee gefunden. Aber der Läufer auf B7 geht verloren und im Prinzip war der Rest Fingerübung von Magnus Carlsen. Was man ihm aber anrechnen muss, ist, dass er in der gewonnenen Stellung wirklich den saubersten und besten Weg gefunden hat. Weil da ist es noch ein bisschen gefährlich. Weiß hat nämlich die Idee, Springer A4 und A7 und Springer B6 zu spielen.
Magnus Carlsen hat aber genau gerechnet, dass das kein Problem ist. Er hat auf G3 genommen und nach Springer A4 spielt er C5, öffnet dem Läufer die Sicht und nach A7, Turm D8, würde Springer B6 zwar die Figur zurückgewinnen, aber Schwarz macht einfach Läufer C6. Nach A8 Dame gibt er die Figur zurück und spielt Springer F5. Es geht der H4-Bauer verloren, aber nach dem H4 hängen sofort F3 und E5 an. Schwarz kriegt ein Endspiel mit vielen mehr Bauern. Absolut chancenlos für Weiß. Der Janne Bomniacz hat nach Springer mal C5 gespielt. Aber jetzt kommt Turm A8 und Weiß kann gar keine Drohung mehr aufstellen. Der Turm muss auf der A-Linie bleiben, den A-Bauern decken, kann jederzeit mit Läufer C6 die Umwandlung verhindern und kann am Königsflügel Bauern abholen. Aus dem Grund hat der Janne Bomniacz an der Stelle aufgegeben. Eine sehr, sehr bittere Niederlage für ihn. 6:3 Führung für Magnus Carlsen. Also es schaut alles danach aus, als ob er jetzt einen, ja, als ob er den Weltmeistertitel wieder mit nach Norwegen nimmt. Wenn der Janne Bomniacz diesen Rückstand noch aufholen könnte oder diese in den 5 Partien da wirklich nur einen Ausgleich zusammenbringt und einen Tiebreak schafft, wäre das wahrscheinlich das größte Comeback, das es jemals im Schach gegeben hat, bei einer WM. Es ist uns von der Spannung her natürlich zu wünschen und dem Janne Bomniacz, der so hart daran gearbeitet hat, aber es ist unglaublich unwahrscheinlich. Die nächste Partie ist am 8.12. 13.30 Uhr wieder der Start. Da hat der Magnus Carlsen die weißen Steine und wird es sehr, sehr sicher anlegen. Aber es wird spannend zu sehen, was macht der Janne Bomniacz. Spielt er sein normales Repertoire runter und sagt, wenn es Remis wird, wird es Remis und gibt das Match praktisch auf damit? Oder reißt er sich dann nochmal so voll am Riemen und riskiert die nächste Niederlage, aber nutzt halt die Mini-Chance, die er vielleicht noch hat, um einen Weltmeistertitel zu kämpfen? Ich bin schon sehr gespannt, was passiert, freue mich schon drauf, euch bei der Zusammenfassung dann der 10. Runde wieder begrüßen zu dürfen und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit.